Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen ETS2-Video hier bei uns auf dem Kanal. Ich habe mich mal wieder in den LKW geschwungen. So, ich hoffe, das passt mit der Musik. Ich habe mich mal wieder auf den LKW geschwungen. Mit dem D-Lan-Clip, also mit dem Head-Tracking. Wie ihr seht, ich kann mich umschauen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Bin da sehr zufrieden. Und ja, da wollte ich jetzt mal so eine Tour fahren. Ich bin jetzt auf dem Weg, meine Ladung abzuholen. Ich fahre große Eisenrohre nach. Moment. Falsche Taste. Große Eisenrohre nach Ölzcin. Also nach Polen. Ich bin mal gespannt, wie das da. Weil ich will in Polen gucken, dass ich mir da dann noch eine zweite Garage kaufe. Weil es gibt ja dann irgendwann, ich weiß nicht wann, aber es soll ja dann irgendwann das neue DLC geben. Und ja, ich dachte, wenn wir da auch schon mal eine Garage haben, dann haben wir das dann in die Richtung ein bisschen kürzer vielleicht. Weil hier den Baltic Sea. DLC sind sie ja am Arbeiten und ja, das werden wir uns dann mal angucken. Aber wie gesagt, ich wollte eine zweite Garage brauche ich so oder so. Und ich gesagt, ach, machen wir die in Polen. Also, irgendwann muss ich jetzt die Eisenrohre abholen. Das ist mein LKW, immer noch der. Scania, mittlerweile ist das ein 730er, größter Motor. Ist noch die alte Scania-Dings, wie ihr seht. Ein paar vielleicht von euch haben den vielleicht auch letztes schon beim Kalli im Stream gesehen. Ja, wenn es passt, fahre ich beim Kalli ja gerne mal mit im ETS-Livestream, wenn er da Convoy fährt. Wird auch bestimmt noch ein paar Mal öfter passieren. Bestimmt werde ich dabei auch mal streamen. Das müssen wir dann mal schauen. Dass ich so viel PS habe, sonst komme ich hier nie wieder hoch. Wie ihr seht, haben wir jetzt auch Schläuche dran. Ja, fahren die Beta-Version, die Open Beta. Es ist halt nur so ein kleines Gaming, aber ich finde es einfach geil. Wesentlich schön mit. So, wir hier nur noch wieder rauskommen. Sollte an und für sich kein Problem sein mit meinem. Aber wenn wir hier gleich stehen, machen wir hier auch gleich ein Screenshot. Wir brauchen ja noch ein Thumbnail für die Folie. Machen wir das gleich mal ganz kurz und Ladebildschirm. Ladebildschirm ist immer gut. Guckst du die Röhre? Ne? Oh mein Gott. Ich
Knips und fertig. Haben wir schon mal ein Thumbnail für die Folge. Und ich habe mich mal wieder für einen 4x2 LKW entschieden, weil ja. Was ist das für ein Symbol? Das sind Schlafsymbole. Was ist das? Ja, noch nie gesehen. Ach so, das ist der Scheinbruch, alles klar. Was ist das für ein Symbol? Ihr sitzt jetzt wahrscheinlich und denkt sich, Mann, ist der doof. Also das ist das Steinbruch-Symbol. Ja, jetzt weiß ich es auch. Aber ich dachte schon, ich kann hier mit Blanierraube fahren. Schade. Jetzt geht's los. Der Vorteil von so einem 4x2 LKW ist nämlich einfach das Tankvolumen. Also 1600 Kilometer schaffe ich sonst mit einem vollen Tank. Bei dem, wenn ich 6x4 fahre oder so. So ist das schon. Der Tank ist halt überall leer. Also kommst du halt schon ordentlich weit. So, nächste Pause 9 Stunden. Dann müssen wir noch einmal pennen, das schaffen wir ja nicht. Ja, ich hätte mich auch gewundert, wenn wir das bis nach Polen schaffen, ohne zu schlafen. Wie ist die Vorfahrt genommen? Aber das kennt man ja von mir nicht anders. Ja, ist halt Musik aus der YouTube Audio Bibliothek und von den Circle of Alchemists ist in der Playlist auch was drin. Ist noch freie Musik, auch wenn momentan hier noch keine Werbung auf den Videos läuft, aber da hat man am wenigsten Stress mit. Ist ein wenig zu laut. So. Ja, ich hoffe euch, ihr habt Spaß an der ETS-Folge. Es ist schon lange kein ETS mehr gekommen bei uns auf dem Kanal. Aber ich momentan bin ich richtig in Aufnahme für Aufnahmelust. Hab heute auch schon 3 Folgen LS aufgenommen, die dann so nach und nach rauskommen werden. Olaf ist auch wieder dabei aufzunehmen für Cuxhavener Umland, wenn es nicht schon vor dieser Folge kam. Und ETS werde ich auch, ja, jetzt also 2-3 Folgen erstmal aufnehmen. Damit wir schon mal wieder ein bisschen was haben.
Und dann hoffe ich, dass unser YouTube-Kanal so langsam aber stetig ein bisschen wächst. Dass es immer ein bisschen mehr wird. Aber dein Licht an. Ja, geht doch. Dass der YouTube-Kanal so langsam und so langsam ein bisschen vor sich hin wächst. Es wird auch irgendwann mal bei YouTube wird es auch mal einen LS-Stream geben. Wann? Weiß ich noch nicht, aber das werden wir dann auch schon früh genug ankündigen. Und sonst, wie gesagt, wenn ihr jetzt die Videos hier seht und euch gefällt, was ihr seht, wir haben einen Kanal zum Streamen bei Twitch. Heißt genauso wie hier, dzb-diezockerbrüder. Könnt ihr das gerne suchen. Steht auch unten in der Beschreibung mit drin. Ist der Link mit drin. Wie gesagt, dürft uns gerne ein Follow da lassen, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir wieder streamen. Und könnt ihr gerne mal reinschauen. Da spielen wir LS, ETS, Olaf spielt da dieses Ritterspiel Kingdom Comes Delivery oder so ähnlich, wovon es auch Videos hier bei YouTube gibt, auch bei uns auf dem Kanal. Wie gesagt, das streamt Olaf. Spiel ist sehr interessant. Ich bin halt so hauptsächlich so der Simulationsspieler, so ETS und ATS und LS. Das sind so meine, ja, ist so mein Steppenpferd, oder wie sagt man so schön. So, na, werde auch immer, aber ich werde demnächst auch nochmal, ich hatte auch The Last of Us gespielt, das muss ich auch noch weiterspielen und weiter aufnehmen. Ich weiß, wer hat nicht so viel geguckt, aber ja, ich will es halt für mich selber durchhaben, das ist halt so das Ding. Olaf und ich spielen natürlich auch gemeinsam Spiele drauf, zum Beispiel momentan spielen wir A Way Out auf der Playstation, davon gibt es Videos. Und ja, wie gesagt, also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, einen Kommentar da lasst. Oder wenn ihr uns weiter empfehlt, dürft unsere Videos gerne teilen und mit euren Freunden und sagen, hier, guckt, schaut da mal rein. Wenn es euch gefällt, wenn nicht, könnt ihr es trotzdem machen. Ja, wir machen das halt aus Spaß und nach Freude, aber natürlich ist das schön, wenn man mehr Aufrufzahlen hat. Da brauche ich jetzt. Oder sind wir im Kassel? Mit dem berühmten Schornstein von Kassel. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich nicht mehr. Und schon wieder 360 Euro weg. So wäre das nächste mit Garage kaufen. Hauptsache, der hat auch ein Ticket gekriegt. Bin ich zu früh angehalten. Boah, 8 Stunden noch bis zur nächsten Pause. 14 Stunden noch bis zum Ziel. Hier rüber. Es tut mir leid, Alpha. Auf Richtung Polen.
Spur wechseln. Vorne ist gleich Spurwechsel angekündigt. Ja, das ist genau, Frank. Das ist im Italien-DLC natürlich noch ein bisschen schöner gelöst mit den Abfahrten. Da sind teilweise trotzdem noch eine dreispurige Autobahn und muss nicht andauernd die Spur wechseln, weil eine Abfahrt kommt. Aber naja, was soll's. So, werden wir gleich mal tanken fahren. Weil wir irgendwie mal ein vernünftiges Ende für die Folge finden. Dann fährt die wieder viel zu lang. Wollen wir ja auch nicht. Weil bis ich pennen muss, dauert noch einen Moment. Deswegen werden wir hier schon mal tanken. Mal ein bisschen Geld in den LKW stecken. Und ja, 1,14 Euro, das geht ja. Und wie viel ich fürs Tanken bezahlen muss, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.